Hallo alle zusammen. Heute geht es um die Nikon Z8. Machen wir das eben nochmal. Heute sprechen wir über die Nikon Z8. Hier steht sie, das gute Stück. Ich werde dazu heute ein Review bringen. Ich hatte sie in der Praxis draußen im Einsatz. Ich habe damit auch einen Auftrag gemacht. Ich war damit ein bisschen unterwegs und habe einen schon recht guten Eindruck von der Kamera. Und heute geht es nicht darum, wieder mal die Specs vorzulesen wie andere Videos. Ich werde einen Mix wieder machen zwischen, was sind die Ausstattungsmerkmale und wie ist das vor allen Dingen in der Praxis. Was ist mir aufgefallen, positiv und negativ. Da gibt es eine ganze Menge in beide Richtungen zu erzählen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Los geht es mit natürlich der Optik und der Haptik und der Verarbeitung. Und als allererstes fällt auf, das ist eine große Kamera, also wirklich eine sehr große Kamera, die allerdings für mich richtig gut in der Hand liegt. Die Z8 erinnert mich sehr stark an meine Zeiten mit der Nikon D800 und D810, die ich mal hatte. Die großen Spiegelreflexkameras, der ein oder andere kennt sie wahrscheinlich noch. Also wirklich große Bodies mit die größten im Spiegelreflexbereich, außer eben die ganz großen Flaggschiffmodelle. Von so her, ja, da weißt du schon, was du kriegst, wenn du die größeren quasi kennst und liebst. Ein großer Griff erwartet dich hier, der auch hier ein bisschen angeschrägt ist und hier eine scharfe Kante hat, also schon mit Kante versehen ist. Und Nikon macht das für meine Begriffe mit am besten, was den Griff an der Kamera betrifft. Einen besseren Griff hatte ich nie in der Hand. Ich mag den Griff von Canon. Ich mag den Griff auch von der Sony, wenn man einen L-Bracket dran hat. Allerdings der native, reine Griff, der ist für mich persönlich schon immer bei Nikon besser gewesen, weil er nicht ganz so dick, so buckelig war. Trotzdem groß genug und dick genug zum Anpacken. Und du hast vor allen Dingen hier hinten schon immer so eine sehr große Mulde drin gehabt, wo du deinen Daumen ablegen kannst. Und die anderen haben das auch, aber nicht so stark ausgeprägt. Ich mag das sehr, weil sie eben sehr gut in der Hand liegt und dementsprechend wirklich gut sich im Handling macht. Die Kamera ist sehr robust verarbeitet, also wirklich tippitoppi verarbeitet. Das ist nicht alles Metall, zumindest hat es so eine leichte Kunststoffplastik, ja, so einen Überzug drüber. Das tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Die Kamera fasst sich sehr hochwertig an und wirklich gut verarbeitet. Die Tasten sind für mich mit die Tasten oder die besten Kameratasten überhaupt am Markt, wenn es darum geht, eine Outdoor-Kamera zu haben. Also diese Kamera hat Tasten, die halt richtige Tasten noch sind, die den Namen verdienen. Die sind nicht zu klein, die sind nicht zu sehr versteckt, die lassen sich nicht unbequem bedienen oder dergleichen. Jede einzelne Taste, bis auf die zwei Räder, da kommen wir gleich dazu, lassen sich wirklich für mich persönlich perfekt bedienen, besser als jede andere Kamera, die ich bisher in der Hand hatte. Und dann ist es so, dass die Kamera tatsächlich in allerlei Hinsicht Staub- und Spritzwasser geschützt und abgedichtet ist und viele versprechen das und man weiß das immer nicht so richtig in der Praxis, ja, bei anderen Herstellern. Aber hier ist es so, dass mir der Eindruck vermittelt, das Ganze ist wirklich eine Kamera für draußen, die kann alles ab. Also damit kannst du fast den Nagel in die Wand schlagen, die Kamera kann alles ab. Und es ist natürlich kein Wunder, denn die Kamera ist ja angelehnt an die Z9. Von so her liegt es auch nahe, dass sie dementsprechend gut verarbeitet ist, etwas größer ist und so weiter und so fort. Dann kommen wir zu den Tasten zu sprechen und der Ausstattung hier oben drauf an der Kamera. Also, wenn wir von oben drauf schauen, sehen wir natürlich den Blitzschuhanschluss, der, soweit ich weiß, kein digitales Interface ist. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich habe nichts dazu gefunden, dass es anders ist. Dann hast du links daneben dieses Moduswahlrad und ich finde es sehr gut, dass es hier keinen Moduswahlrad zum Drehen gibt, weil du hier die notwendigen Tasten drin hast. Das ist so ein bisschen wie bei Canon, wo du quasi drücken musst und dann drehen musst. Hier ist es so, dass du quasi drückst und drehst zur gleichen Zeit und kannst dann den Modus verändern, ob du dann im manuellen Modus, ob du im Automatikmodus und so weiter bist. Das kannst du hier oben direkt einstellen. Du hast die Möglichkeit, die Serienbildfunktion direkt auszuwählen. Es gibt eine Taste für Bracketing. Und es gibt eine Taste für den Weißabgleich. All diese Tasten kannst du nochmal frei selbst neu konfigurieren. Die müssen nicht so bleiben. Ich finde es aber gut, dass es hier so oben so ist. Und ich würde es, glaube ich, so lassen. Die Serienbildgeschwindigkeit, die brauche ich jetzt nicht so oft. Das könnte ich ändern wahrscheinlich. Aber ansonsten die Belegung finde ich tipptopp. Das ist alles hier oben auf der linken Seite. Auf der rechten Seite sehen wir ein sehr großes Schulterdisplay, was mich jetzt gleich anstrahlt, wenn ich die Kamera einschalte. Dann sehe ich auch, dass es da eine ganze Menge Einstellmöglichkeiten und zumindest ablesbare Parameter gibt. Ich hoffe, ihr könnt das hier erkennen, wenn ich die so in die Kamera halte. Das ist wirklich ein sehr großes Display. Das ist ein Ticken größer als bei der R5. So ein Ticken größer. Und größer ist da immer besser, weil wenn ich unterwegs bin, gerade bei Hochzeiten oder bei Events, dann mag ich es, wenn ich auf dem Schulterdisplay, ohne dass die Kamera vielleicht eingeschaltet ist, schon ein bisschen was sehen kann, beziehungsweise wenn die Kamera eingeschaltet ist, ich mich vergewissern kann, stimmen die Parameter, ich muss die Kamera nicht hier ansetzen und durchschauen oder aufs Display schauen, ich sehe alles oben drauf und das ist schon ziemlich gut.
Und gut finde ich auch, dass das Ganze einzustellen geht, was die Helligkeit betrifft. Das ist auch ziemlich cool. Ich muss sagen, ich hatte die Z6 vor ein paar Wochen mal ganz, ganz kurz zum Test. Und da hat mich schon begeistert, dass man wirklich alle Displays einzeln konfigurieren kann in Helligkeit, in ja, Abstimmung, wie auch immer. Das ist schon ziemlich gut, muss ich sagen. Das kenne ich von keinem anderen Hersteller, bislang zumindest nicht gefunden. Von so her finde ich es gut, dass Nikon das anbietet, dass man dieses Schulterdisplay auch nochmal in Helligkeit einstellen kann, und das geht halt bei keinem anderen, und ich finde, das ist ein Merkmal, was man hervorheben muss, weil wenn ich sowas habe, möchte ich es halt auch nutzen können und im Zweifel auch anpassen können. Okay, so viel hier oben. Dann fangen wir hier vorne an, was dann nach unten geht. Hier vorne gibt es natürlich dann den Auslöseknopf und das Einschalträdchen, wo du quasi nach rechts drehst, dann ist die Kamera eingeschaltet, und die Kamera ist für eine spiegellose Kamera keine leise Kamera. Also du hörst es schon, wenn du sie einschaltest, und du hörst es, wenn du sie ausschaltest. Da geht dann dieser mechanische Verschluss nach unten, der aber nur zum Schutz des Sensors gedacht ist und nicht zum Auslösen. Denn der Sensor, kommen wir dann gleich dazu, ist natürlich ein voll elektronischer. Also Kamera einschalten. Und du hörst, dass sie an ist. Und drehst du noch einmal weiter nach rechts, hast du dieses Lämpchen hier. Das bedeutet, die Hintergrundbeleuchtung von dem Schulterdisplay schaltet sich ein, und die Hintergrundbeleuchtung der Tasten. Du kannst quasi fast alle Tasten, außer die zwei hier oben mit Display und AF-On, kannst du dir beleuchtet anzeigen lassen. Und das ist schon, also das ist ein Thema, das wünsche ich mir von jedem Hersteller. Also jeder Hersteller sollte die Möglichkeit haben, anzubieten, dass die Tasten beleuchtet sind, weil wenn du im Dunkeln unterwegs bist, gerade drinnen bei Events, da brauche ich jetzt nicht unbedingt den roten Nachtmodus, wie hier drin in der Kamera, auch ein sehr cooles Feature. Aber beleuchtete Tasten wären ganz nett, weil du, ja, wenn du doch die Kamera blind bedienen musst und dich irgendwie verhaspelst, verhaderst, dann siehst du im Zweifel, ach okay, hier unten ist dann der Menüknopf, ich drücke eben nicht darauf, sondern eher auf den Play-Button. Also sind so Kleinigkeiten, da muss ich sagen, da macht Nikon eine ganze Menge richtig, und sie sind die einzigen, soweit ich weiß, die das anbieten am Markt. Also das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Gimmick. Okay, das haben wir hier vorne. Dann haben wir hier vorne darunter dann das Einstellrädchen. Die kannst du dir frei belegen mit Blende und Verschlusszeiten, was du möchtest. Lässt sich nicht reindrücken, finde ich schade. Ich fände es gut, wenn die Hersteller dafür sorgen würden, dass man die Rädchen auch reindrücken kann, wie bei Fuji. Das ist halt ziemlich cool, weil du drückst rein, du kannst zoomen, drückst wieder rein, zoomst du raus. Okay, lässt sich aber gut bedienen. Die Drehräder vorne und hinten sind, das ist ein kleiner Kritikpunkt, sind für mich einen Ticken zu tief reingesetzt, so ein Ticken. Also für mich könnten die echt weiter rausstehen. Ich weiß nicht, wie das mit Handschuhen bedienbar ist, aber die stehen halt echt sehr weit drin. Von so her könnte es sein, dass du, ja, zumindest das hintere, dass du das vielleicht nicht optimal bedienen kannst. Aber ich habe das noch am Rande gesagt, das ist mein Eindruck. Dann hast du hier darunter noch zwei FN-Tasten. Ja, die kennt der ein oder andere auch von den größeren Bodies. Die kannst du frei belegen. Hier daneben gibt es dann die Taste zum Lösen des Objektivs. Darunter gibt es nochmal eine Taste zum Festlegen des Autofokus, manueller Fokus und so weiter. Kannst du hier festlegen, kannst aber auch frei konfigurieren. Und du hast hier oben noch einen Blitzanschluss, einen professionellen Studio-Blitzanschluss, wenn das noch jemand nutzt, aber gibt es wahrscheinlich. Von so her ist es halt noch drin. Hier vorne gibt es die LED sozusagen zum Belichten. Und dann gibt es an der linken Seite alle Anschlüsse, die gehen wir gleich mal durch. Denn das ist halt auch ziemlich gut gemacht von Nikon. Also ich finde, diese Abdeckungen, das sind die besten Abdeckungen an einer Kamera, die ich bisher gesehen habe. Also da geben sich inzwischen die Hersteller besonders viel Mühe inzwischen, weil viel Kritik geübt worden ist, gerade bei Sony. Canon macht das auch ziemlich gut, aber das hier ist anders. Also die sind definitiv fester und ein bisschen verwindungssteifer, ein bisschen stärker, die Abdeckungen. Das sind richtige Gummis, die man da drauf drückt, und das finde ich gut. Du hast also die Möglichkeit, ein Mikrofon anzuschließen, einen Kopfhörer anzuschließen. Du kannst HDMI, Full HDMI, also Full Size. Das heißt, du kannst da alles anschließen und musst keine Adapter mittragen. Das ist richtig gut. Du hast natürlich zwei native Klinkenanschlüsse für Mikrofon und Kopfhörer. Das ist auch nicht selbstverständlich inzwischen. Und du hast hier darunter zwei USB-C-Anschlüsse. Einmal für Zubehör. Das verstehe ich nicht so richtig. Okay, da brauchst du halt einen Adapter dann dafür. Und darunter dann Power Delivery, dass du die Kamera quasi direkt laden kannst. Die sind darunter und für mich völlig in Ordnung. Darunter gibt es dann hier den Stativanschluss hier in der Mitte. Hier das Batteriefach, den Akkufach, den gehen wir auch gleich noch durch. Das ist der allseits beliebte und bekannte ENEL15C. Der 15er ohne C, der war vorher viele Jahre Standard, jetzt ist es der C. Ich vermute für Capacity oder so steht das dann. Und dann hast du natürlich hier hinten dann das komplette Bedienkonzept der Kamera. Du hast eine runde Augenmuschel, und das ist, probier das mal aus. Nimm die Kamera mal in die Hand, wenn du dazu kommst, probier das aus. Das ist ein ganz anderes Sucherlebnis mit so einem runden
Kamerabuckel oder Sucherbuckel als die kantigen, die wir von allen anderen Herstellern kennen. Denn du hast nicht diese ständige Kante, die dir in das Auge hier oben reindrückt. Also wer länger mit Kameras unterwegs ist, gerade hier am Auge, der weiß, was ich meine. Das stört dann schon irgendwann, das nervt. Und das merkst du irgendwann. Und hier diese Runde, der stört quasi gar nicht. Der liegt so gut an hier an meinem Knochen hier oben, dass es mich quasi nicht stört und im Gegenteil sogar angenehm ist, dass es quasi wie das Auge rund sozusagen nachempfunden ist, wo du durchschaust. Der Sucher löst sehr gut auf. Es ist nicht der beste Sucher von der Auflösung. Ich glaube nicht so gut wie von der R5. Allerdings siehst du das nicht in der Praxis. Ich hatte nie das Gefühl, dass die Auflösung irgendwie nicht stimmt oder nicht in Ordnung wäre. Dann hast du dahinter oder darunter dann die Möglichkeit, hier noch einmal alle Tasten zu sperren. Du hast hier daneben den Mülleimer. Es gibt die Kombination zwischen Mülleimer und der Aufnahmetaste hier oben, wo du deine Speicherkarte formatieren kannst. Es gibt quasi eine Tastenkombination. Du musst nicht ins Menü reingehen. Finde ich ziemlich gut. Dann hast du die Möglichkeit hier daneben zwischen hier oben mit dem Displayschalter zwischen Foto und Video umzuschalten. Darüber gibt es die Display-Taste. Dann gibt es die AF-On-Taste. Es gibt nochmal einen Drehregler. Es gibt einen Joystick, der ziemlich gut ist und ich finde ihn besser als bei Canon platziert, weil er hier direkt bei meinem Daumen liegt. Bei Canon liegt er hier irgendwo hier oben, was okayisch ist, du gewöhnst dich daran. Aber dieser hier ist eher so ein bisschen wie die Sony, also ein bisschen von der Position zumindest gedacht, wie die von Sony. Da kommst du recht gut ran, den kannst du auch hier in alle Richtungen gut bewegen. Darunter die I-Taste, darunter gibt es ein Steuerkreuz. Hier muss ich Kritik üben, Nikon, warum? Warum gibt es hier ein Steuerkreuz? Hier hätte man doch wunderbar nochmal eine Drehtaste implementieren können wie andere Hersteller. Und dann hätte ich drei Drehregler gehabt. Hier vorne, hier hinten und hier unten. Weil ich, wenn ich Bilder durchschaue, gern hier bei Canon eben hier durchswipe, indem ich quasi so drehe. Dann nutze ich auch keinen Touch. Das wäre für die nächste Z8 II, fände ich das richtig gut. Ich weiß, im Bedienkonzept ist das nicht drin bei Nikon. Bei der Z6, Z7 gibt es das ja nun auch nicht. Aber es wäre schon ziemlich gut, weil du schnell durchswipen kannst beim Kunden, als wenn du hier oben dir einen abdrehst oder hier hinten. Und ihr versteht mich, ja? Darunter gibt es dann die Möglichkeit, rein und raus zu zoomen in das Bild. Es gibt noch den Play-Button und den Menü-Button. Und du kannst fast alle Tasten frei belegen. Das finde ich ziemlich gut. Du kannst im Menü quasi dann festlegen, diese Taste für das und jene Taste für jenes. Und das ist wirklich gut. Also ich kenne keine Kamera, die so viele Tasten zur freien Verwendung, zur freien Belegung zur Verfügung hat. Und noch ein kleiner Nachtrag von hier oben. Es gibt eine native Taste für die Belichtungskorrektur. Das finde ich gut. Ich finde es auch gut, dass es eine Taste für ISO gibt. Und die muss ich nicht programmieren, die ist schon da. Bei anderen muss man das meistens programmieren. Und es gibt eine direkte Aufnahmetaste. Einen Kritikpunkt habe ich auch bei der Aufnahmetaste. Ich nutze gern die ISO-Taste on location, wenn ich das Gefühl habe, es passt alles und so ein bisschen höher, ein bisschen tiefer mit der ISO spielen und ich möchte eben keine Automatik benutzen, dann möchte ich gern schnell an die ISO-Taste kommen und ich neige dazu, die Aufnahmetaste hier oben zu drücken. Ja, ich könnte das umprogrammieren, aber wenn es die Taste für ISO schon gibt, dann möchte sie doch so sein, dass ich sie gut benutzen kann und dass ich gut rankomme. Also hier wäre meine Empfehlung an der Stelle an das Nikon-Team, vielleicht die ISO-Taste noch weiter nach links zu schieben, die Aufnahmetaste woanders hin oder weiter nach links zu schieben. Aber das passiert mir des Öfteren in der Praxis, dass ich versehentlich eben nicht auf die ISO-Taste drücke. Muss nicht sein, weil die Aufnahmetaste ist eben hier oben erhöht und dadurch bist du automatisch mit deinem Finger dran quasi und orientierst dich und im Eifer des Gefechts geht es halt doch schnell, dass du diese Taste drückst und eben nicht auf die ISO-Taste kommst. So viel zur Haptik, zur äußeren Verarbeitung. Da könnte ich noch ewig drüber sprechen, weil die Kamera sich wirklich gut anfasst und das ist eine Kamera für draußen, für unterwegs. Das ist ein richtiges Werkzeug. Ich habe es gerade eben gesagt, die Kamera ist recht groß. Also hier empfehle ich wirklich, die Kamera in die Hand zu nehmen und mal auszuprobieren. Taugt dir was? Ist sie dir zu groß vielleicht? Gerade für die Rucksäcke ist das so ein Thema, wenn du einen kleinen Rucksack hast und möchtest hier einen 70-200 drauf machen. Das ist dann schon eine recht große Kombination und das geht auch kleiner bei anderen Herstellern oder eben die Z6, Z7 Reihe benutzen. Aber das ist schon eine recht große Kombination und das kann bei den Rucksäcken dafür sorgen, dass du, wenn du sie reinlegst, dass es quasi schon oben anstößt an dem Rücken, wenn der Kamerarucksack nicht so groß ist. Von so her probier das wirklich mal aus, bevor du dich wirklich für die Kamera entscheidest und danach halt dich ärgerst. Wir haben eins vergessen, einen Nachtrag. Natürlich gibt es an der Seite die Möglichkeit, Speicherkarten einzuschieben und es gibt die SD und die CF Express bzw. die XQD Variante und da hat Nikon dafür gesorgt, dass quasi alle alles nutzen können und wer jetzt von Canon kommt zum Beispiel und nutzt die CF Express, die Typ B, diese hier, ja, die kann ich einfach hier reinmachen, kann sie quasi benutzen
Und wenn ich jetzt eine Canon dabei hätte mit CF Express, dann mache ich die einfach hier raus, die Karte, und lege sie in meine R5 oder R6 rein und dann kann ich sie genauso benutzen. Das finde ich ziemlich gut, dass man da wirklich herstellerübergreifend mitgedacht hat, dass es auch Leute gibt, die vielleicht wechseln oder eben doch schon teurere Speicherkarten haben und sagen, ich kaufe jetzt nicht schon wieder teure Speicherkarten. Also sie haben es wirklich den Nutzern einfach gemacht, bei einem möglichen Wechsel oder Einstieg hier gut reinzukommen. Die Kamera hat 45 Megapixel an Auflösung, das heißt ungefähr so viel wie die R5 von Canon. Und es ist für mich inzwischen in der Praxis, auch für Aufträge vor allen Dingen, aber auch Landschaftsfotos, ist es wirklich der Sweet Spot zwischen ISO-Performance und Auflösungsleistung, gerade was den Druck betrifft mal später oder für Instagram oder für das Web zum Beispiel. Da braucht man zwar nicht so viel Auflösung, aber im Nachhinein sie zu haben, ist dann immer schon ganz nett, gerade was den Zuschnitt betrifft. Und die Kamera liefert wirklich ab. Also ich habe das Gefühl, die Kamera ist tippitoppi, was die Auflösung betrifft. Die Bilder sind knackescharf. Es sind eben Nikon-typisch gute Bilder. Und eins muss man wissen in Bezug auf Bildqualität. Nikon hat eben einen eigenen Look. Und so wie Nikon das hat, hat es Sony und Canon und die anderen natürlich auch. Und für mich ist Nikon immer so mehr der Naturton. Also für mich sind die Nikon-Farben realistisch. Nicht unbedingt vielleicht realistischer als die anderen, aber sie sind für mich sehr realistisch, weil sie nicht unnötig warm zeichnen. Sie zeichnen auch nicht unnötig ins Magenta hinein, vielleicht wie bei Sony in das Orange, sondern sie haben eher so einen leichten Grünstich, so ganz leicht. Das kann man aber beheben. Schaut ihr das mal hier an, da habe ich zwei Bilder gemacht, zwei Aufnahmen nacheinander. Einmal mit Auto-Weißabgleich und dann einmal korrigiert, und zwar in den Einstellungen musste dann in diesem Steuerkreuz mit den Farben, musste zweimal nach rechts und zweimal nach unten gehen. Das geht schon seit vielen Generationen bei Nikon. Und dann schau dir das zweite Bild dazu an. Dann siehst du, wenn du sie nebeneinander hältst, dass du eine kleine Nuance, etwas wärmer den Farbton hast. Also wenn dich das stört, gerade die von Canon kommen, die warme Farbtöne gewohnt sind, für die wäre es empfehlenswert, vielleicht so zu arbeiten. Klar, kannst du im Nachhinein auch noch Sachen ändern, gerade in der RAW-Datei. Aber von Hause aus könntest du quasi dafür sorgen, dass deine JPEGs eher dann so aussehen oder deine Hive-Bilddateien, die kannst du umstellen von JPEG auf Hive in der Kamera, wenn du das möchtest. Also du kannst dafür sorgen, dass deine Bilder von Hause aus einfach so aussehen. Du kannst sie quasi in dem Look anpassen und musst quasi nicht mit dem leben, was der Nikon hier vorgibt. Apropos Konfigurierbarkeit der Bilder. Du kannst hier, und das finde ich ist sehr ähnlich wie bei Fuji, du kannst hier wahnsinnig viel noch einstellen. Du kannst das Rauschverhalten nochmal minimal einstellen. Du kannst die Schärfe einstellen. Du kannst das Kontrastverhältnis einstellen. Also du kannst wirklich im Mikrobereich, kannst du dir dein Bild so konfigurieren, dass es wirklich quasi ein, ja, du könntest dir ein Rezept quasi generieren, womit du dann deine Bilder aufnimmst, wo du vielleicht sogar nur JPEG oder in Hive fotografierst, weil die Einstellungen so detailliert und klein sind, dass es quasi am Ende das Bild gibt, was du brauchst, und du brauchst vielleicht gar keine RAW-Dateien mehr benutzen. Und das macht Nikon ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich liebe das bei meiner Fuji, dass ich das alles so minimal, kleinst im Detail einstellen kann. Und Nikon bietet das eben auch. Nikon-typisch gibt es ja nun ganz viele Möglichkeiten in den Menüs zum Einstellen. Von so her, also wenn du ein Fan von bist, alles möglichst kleinlich einstellen zu können, dann ist das auf jeden Fall eine Kamera und das Nikon-System generell sehr zu empfehlen, weil da geht's halt richtig gut. Bildqualität also tippitoppi. Ich kann noch nichts zum Rauschverhalten sagen, weil ich finde, das Rauschverhalten ist auf einem Top-Niveau. Ich meine, Rauschverhalten, wir sprechen ja von ISO 3200 oder 6400, ja, so ein bisschen von Rauschen. Ja, also ich denke, das wird eher spannend ab ISO 10.000, da geht's dann los, dann siehst du Rauschen, dann siehst du dann auch dementsprechende Farbverschiebungen vielleicht oder Farbrauschen generell. Ja, dann wird's schon eher spannend, aber ich selbst nutze es kaum in diesen höheren ISO-Lagen. Ich nutze es eher so zwischen maximal 3.2 oder 6.4 und da ist Vollformat inzwischen nicht ganz ausgereizt, aber ich denke, viel geht da jetzt auch nicht mehr. Da ist man inzwischen auch mit den hohen Auflösungen am Ende jetzt so ein bisschen durch und auf der Zielgeraden, was halt geht. Demzufolge reicht es für mich, und ich muss sagen, Nikon-Sensoren sind sowieso bekannt dafür, dass sie sehr schwaches, sehr geringes ISO-Rauschen haben. Und das kenne ich seit vielen Jahren, seit meiner letzten D800, die ich mal hatte. Und jetzt eben hier wieder, wo ich sagen muss, ja, das passt und ist quasi gleich geblieben beziehungsweise verbessert worden, weil du eine höhere Auflösung hast und immer noch die sehr gute Performance abrufen kannst. Einen Kritikpunkt gibt es bei mir, und zwar, was die Feldeinstellung betrifft, was den Autofokus angeht. Du kannst bei Canon beispielsweise, kannst du einen AF-Feld anlegen, der komplett über das Bild geht. Also so ein Querbalken in horizontal oder in vertikal. Und das ist ziemlich cool, wenn du Wildlife fotografierst und du quasi eine Rehherde oder Dammwild irgendwo hast oder Tiere, die sich von links nach rechts bewegen, relativ mittig im Bild. Und da kannst du dir dein Fokusfeld darauf legen.
Und die Kamera trackt automatisch das Tier oder was du eben fotografieren möchtest, richtig gut, weil der Rest ausgeblendet wird. Das geht bei Nikon nicht. Bei Nikon sind die Möglichkeiten für mich da ein bisschen zu begrenzt. Du kannst dieses AF-Feld schon recht breit anlegen. Das ist dieses L-Wide, glaube ich, heißt es. Dann ist es schon relativ breit, aber du kannst eben nicht komplett über das gesamte Bild nur auf diesem Areal gehen. Du musst dann das komplette Bild nehmen und das ist halt schlecht, weil da kann es passieren, dass mir der Fokus mal doch nach hinten springt, nach vorne springt oder irgendwo hin, wo ich es nicht möchte. Und dann reicht es mir eben nicht, wenn ich sage, ich habe jetzt so ein großes Viereck, so einen großen Kasten, den lege ich da drauf. Ja, wenn sich das Tier bewegt, klar kann es tracken lassen, aber ich möchte halt erstmal gucken, was in dem Bereich sich generell bewegt und das soll alles, was das Tier zum Beispiel betrifft, wenn es sich bewegt oder irgendwie zu sehen ist, dann gleich fotografiert und fokussiert werden. Und das ist ein Kritikpunkt von mir an der Stelle. Da wäre es gut, mit einem Firmware-Update nachzurüsten, wenn man das noch einstellen kann, in Komplettbreit oder in Hochformat. Und dann passt das eigentlich schon. Aber Nikon ist da jetzt nicht unbedingt faul, sondern sind sehr emsig dahinter, sehr fleißig, dass die Kamera Updates bekommt. Sie hat inzwischen 2 Updates bekommen, soweit ich weiß, und recht große Updates, also wirklich gute Neuerungen bringen und die Kamera quasi nochmal neu anfühlen lassen. Und das macht echt nicht jeder Hersteller. Von so her, im Zweifel könnte vielleicht sowas mal kommen und dann ist es quasi behoben. Und natürlich möchte ich noch zeigen, wie die Kamera filmen kann. Jetzt filmt mich die Nikon Z8 mit dem 20mm 2.8 Objektiv. Alles auf Standard eingestellt, nur die Einstellungen für drin für mein Video natürlich. Ansonsten Weißabgleich und alles auf Standard, nichts extra. Das ist das interne Mikrofon. Du hörst quasi, wie das klingt, wenn du ein anderes Mikrofon anschließt, ist der Ton natürlich deutlich, deutlich besser. Aber zum Eindruck, so sieht das Ganze aus. Sie ist schon zu schwer zum Blogger oder zum Vlogging-Style. Das geht mal kurz, ja, aber lange geht das nicht. Und was schade ist, das Display, was du nicht umklappen kannst. Das fehlt jetzt, weil ich mich sonst sehen könnte. Was seht ihr im Hintergrund? Ja, von so her, so ist es eben. Allerdings macht das eine gute Performance, einen guten Eindruck und ich finde, die Videoqualität ist wirklich sehr, sehr gut. Sprechen wir über das Thema Video. Du kannst natürlich mit der Kamera 4K filmen und Slow Motion aufnehmen. Du kannst aber auch in 8K filmen, wer das braucht und wer das möchte. Und du kannst in Log-Profil filmen in RAW. Das heißt, du kannst wirklich, also nicht nur in Log filmen, sondern auch in RAW filmen. Das heißt, du kannst nochmal eine ganze Menge mehr rausholen in der Videobearbeitung im Nachhinein, als das bislang üblich und möglich war. Und das ist schon wirklich ein Feature. Nutze ich jetzt nicht immer zwingend, auch nicht 8K. Allerdings, wenn das für dich ein Thema ist, du kannst mit der Kamera tatsächlich richtig, richtig gut filmen, nicht nur fotografieren. Und vor allen Dingen mit dem großen Full-Size-HDMI-Ausgang, den wir hier haben, könntest du dir auch dann dementsprechend deinen Monitor anschließen oder Peripheriegeräte. Da lässt sich schon ziemlich viel mit der Kamera machen. Soviel zum Thema Video und zum Thema Foto. Einen Nachtrag zum Video habe ich. Das haben auch schon andere YouTuber bemängelt und moniert. Das Display. Warum lässt sich das Display nicht zwiffeln, Nikon? Warum? Also das Display, versteht mich nicht falsch, das Display ist super verarbeitet. Also deutlich besser als von Sony beispielsweise. Also die A7R5, die mich gerade eben filmt, die hat die Möglichkeit, aus beiden Welten quasi alles anzubieten. Also swiffeln, neigen, zuklappen und was auch immer. Allerdings ist die Verarbeitungsqualität jetzt nicht die beste. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und die Verarbeitungsqualität bei der Z8 ist tipptopp. Nur wäre es schön, wenn man es echt hätte wirklich umklappen können, weil das Display ist groß genug, das ist auch hell genug und es lässt sich auch gut im Hochformat betreiben, wenn ich jetzt so hier quasi, also wenn das Display so dran ist und ich ziehe es einfach nur so zu mir vor, dann kann ich automatisch im Hochformat filmen, von oben, von unten. Das ist auch ganz gut. Und ich mag es auch, wenn das Display sich auf der Achse des Bildsensors so neigen lässt und kippen lässt. Alles okay, aber als Filmer, gerade für YouTuber, ist das halt echt schon das K.O.-Kriterium. Also nicht jeder baut sich dann ein nochmal extra Display irgendwo hin oder das Telefon und überprüft ständig das Bild. Du musst dich quasi darauf verlassen, dass das Bild, was die Nikon aufzeichnet, in Ordnung ist. Du musst darauf vertrauen, dass sie dich trackt, dass du im Bild bist und gerade zur Selbstüberprüfung, was befindet sich da daneben, dahinter, über mir, wo auch immer, da hilft es mir persönlich immer on location oder eben auch jetzt in dieser Situation zu sehen, okay, hier steht die Kamera, ich muss sie nochmal ein bisschen so drehen, dass ihr sie besser sehen könnt, dass sie hell beleuchtet ist. Das sind so Kleinigkeiten, das geht halt nicht. Ne? Das geht nicht, wenn sie kein Display hat, was du umdrehen kannst. Also bitte auch hier bei der nächsten, liebes Nikon-Team, bitte diese Sachen vielleicht mal bedenken und irgendwie einkalkulieren und mal testen. Vielleicht sagt die Community ja, wir wollen das auch. Gerade im Hinblick auch zum Schutz des Displays, glaube ich, wäre es für viele ein Segen zu sagen, man kann es zuklappen. Wenn die Kamera im Rucksack liegt oder irgendwo ja im Auto liegt und du transportierst sie gerade, dann ist das Display eben geschützt. Und das ist für mich immer ein Argument, die Sachen schützen zu können, bevor du hier nur Folien draufklebst und so weiter. Und die halt auch nichts abhalten im Grunde. Okay?
So, jetzt ist die spannende Frage, für wen ist das die geeignete Kamera? Welche Zielgruppe sehe ich? Auf jeden Fall die Profis, klar. Also wer eine Z9 hat und sagt, ich möchte gerne noch eine kleinere Kamera dabei haben, die ein bisschen kleiner ist zumindest, weil so viel ist es nicht, für die ist auf jeden Fall die Z8 zu empfehlen. Wenn du von der Z6 und Z7 der ersten Generation kommst und das Gefühl hast, du kannst die Bilder und die Videos nicht machen, die du gern machen möchtest, weil dir die Kamera am Weg steht, ja? Ja, auf jeden Fall, dann nimm die Kamera, weil die kann halt echt dann alles. Wenn du von der Z6 und Z7 kommst und machst vorwiegend Landschaftsfotos und mal hin und wieder Porträts von nicht so schnell bewegenden Objekten, ja, dann muss ich sagen, dann muss man wirklich rechnen und schauen, ob der Upgrade sich lohnt. Klar, die Kamera kann ein besseres ISO-Verhalten und die hat auch einfach von der Auflösung vom Bild her, ist das schon ein tolles Ergebnis. Aber ob sie der Z7 so viel voraus hat, im Landschaftsbereich oder im normalen Porträtbereich, das wage ich zu bezweifeln. Wenn du jetzt Hochzeiten fotografierst, spielen die Kinder, deinen Hund, die Family und halt wirklich auch schnell bewegende Sachen, Flugzeuge, Züge, das konnten die Kameras schon vorher, aber eben nicht so gut und präzise wie die Z8. Natürlich ist die Z8 dann die bessere Wahl und wahrscheinlich auch eine Investition in viele Jahre, weil sie eben aufgrund der Technik in der Lage ist, wahrscheinlich viele Jahre Updates bedienen zu können, besser werden zu können, schneller werden zu können. Sie kann es einfach, weil sie so ausgestattet ist. Also für die Leute lohnt sich auch das Upgrade. Wer jetzt von der Z6 II und Z7 II kommt und macht rasante Sport-Action, natürlich dann auch. Aber wenn du jetzt nur Landschaften fotografierst, da ist der Autofokus eigentlich egal und die Z6, Z7 sind halt da schon gute Kameras. Da würde ich eher schauen, was brauchst du an Auflösung, weil da ist die Z7, Z7 II schon noch recht gut, weil sie eben die gleiche Auflösung hat. Allerdings, wenn du sagst, ich bin viel draußen unterwegs, ich fotografiere viel Sterne zum Beispiel, viel im Dunkeln draußen, dann wäre die Z8 auch eher zu empfehlen, weil du die Tasten beleuchten kannst, weil du diesen Nachtmodus hast, also diesen Rotlichtmodus, ja, wo du das Menü in Rot sehen kannst. Das sind halt schon Eigenschaften und Funktionen, die sind nicht wegzureden und wegzudenken, weil du on location einfach zum einen sagen kannst, hey, das ist cool, schaut mal, ich habe das. Und alle finden das cool wahrscheinlich. Aber auch du hast damit eine leichtere Arbeit, weil du eben im Dunkeln besser arbeiten kannst. Also das ist eine Entscheidung, die jeder selbst für sich treffen muss. Ich sehe die ambitionierten Hobbyfotografen nicht wirklich drin, also schon ein bisschen ambivalent, weil es darauf ankommt, was du machen möchtest. Berufsfotografen total, natürlich, ja. Oder wer damit sein Geld verdient, natürlich, klar. Und dann ist halt auch die Frage, welche Objektive du benutzen möchtest. Also wenn du jetzt sagst, du möchtest Drittherstellerobjektive nutzen, geht natürlich daran. Wenn du deine alten Gläser benutzen kannst, möchtest, geht es auch daran. Allerdings lohnt es sich auch spätestens mit dieser Kamera dann vielleicht auf die neuen Objektive umzusteigen. Und das ist halt ein Kostenfaktor. Deshalb sage ich, die ambitionierten Fotografen sehe ich so ein bisschen zwiegespalten, weil es halt am Ende auch echt eine teure Kamera trotz alledem ist. Es ist viel Geld, was man dafür bezahlen muss. Du bekommst viel Kamera für das Geld. Ja, also die ist nicht zu teuer. Allerdings, es sind halt, je nachdem, wo der Preis gerade liegt, zwischen 4.000 und 4.500 Euro. Das ist echt eine Stange Geld und das muss man sich gut überlegen, wenn man damit jetzt nicht unbedingt Geld verdient, das ich mitgesagt habe. Und ansonsten, natürlich ist es eine Kamera, die Spaß macht. Das ist eine Kamera, die macht richtig Laune, sie anzufassen. Das ist so ein bisschen wie die Fuji, die Nikon und die Fujis. Das war bei mir schon immer so. Das waren immer Kameras, die ich mir auch gern ja, auf der Couch oder so zum Hinsetzen mal in die Hand nehme, ein bisschen ins Menü reingehe, schaue, was ich einstellen kann und sie einfach gern in der Hand habe, weil sie sich so gut anfassen und weil sie wirklich perfekt in der Hand liegen. Ich brauche hier kein L-Bracket. Ich kann die Kamera ohne Probleme hier mit allen Fingern anpacken. Das geht bei allen anderen Kameras nicht. Und sie vermittelt halt wirklich das Gefühl von solider Arbeit und von Solidität, die ich schätze. Von so her, ich bin sehr angetan von der Kamera und ich hadere mit mir, ob ich sie behalte, ob ich sie mir vielleicht doch mit hinzuführe und dann schaue, welche andere dafür gehen muss. Man kann ja nicht alles haben und behalten. Mal sehen, da bleibt es so ein bisschen offen mit der Frage, das bleibt spannend. Mich würde interessieren, ob du die Z8 dir vorbestellt hast, also inzwischen auch hast natürlich, ob du die Z8 mal anschauen würdest, ob du das interessant findest oder mit welcher Kamera du arbeitest und vielleicht sagst, hey, die Z8 interessiert mich nicht, ich nehme die Z6, Z7 oder ein ganz anderes Modell. Schreib mir das gern unter dieses Video und die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Und wenn dir das Ganze gefallen hat und ein bisschen weitergebracht hat, dann lass bitte gerne einen Daumen nach oben hier. Abonniere meinen Kanal. Das unterstützt mich und hilft mir im Algorithmus. Ihr wisst ja, wie das ist. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Lust gemacht auf die Kamera. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss.